Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich nur zwei Sätze sagen, aber der Herr Zimmer hat mich mit seiner unsachgemäßen Äußerung dazu gezwungen, doch ein paar Ausführungen zu machen. Ich kenne die Person, die in Eppelborn längere Zeit gefehlt hat. Die hat wegen einer schweren Krankheit dort längere Zeit gefehlt. Und das hätten Sie vielleicht dann, wenn Sie das schon mal angeführt haben, dabei sagen müssen. Die Person wäre sehr gern, ist eine engagierte Person, politisch engagiert, wäre sehr gern in die Sitzung gegangen. Es war ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Und deshalb, in dem Gesetzesentwurf steht ja auch, wer unentschuldigt fehlt, und das ist ein wichtiges Kriterium, da kann die Geschäftsordnung des Gemeinderates bestimmen, dass diese Person sanktioniert wird mit dreimal das, was man monatlich kriegt. So. Ansonsten denke ich, dass dieser Gesetzentwurf eine positive Weiterentwicklung ist, was die HOND betrifft, ein altes Problem. Es gibt auch noch andere Systeme, nämlich Haare-Niemeyer. Und die FDP, wenn die im Saarland an die Regierung kam, in einem Bündnis, war das Erste, was sie vereinbart haben, dass die HOND mit Haare-Niemeyer ausgetauscht wird. Das wird dann auch, wenn die Große Koalition nicht mehr ist und es ist eine andere Koalition, vielleicht auch dann noch mal so geschehen. Aber insgesamt ist das Gesetz eine positive Weiterentwicklung und deshalb werden wir zustimmen. Dankeschön.